Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So Leute, in der letzten Folge haben wir mit Johnnys Freunde getroffen. Also Carrie will ja den Samurai-Band wieder zusammen lösen. Also dass es wieder zusammengeführt wird. Und dass wir wie unser Charakter, dass er für Johnny einspringen soll. Ja, und wie es weitergeht, ob das wirklich gemacht wird, erfahren wir hier jetzt. Also nicht. Müssen wohl einen anderen Weg finden. Carrie ist scheinbar schon hier. Hast du den Arsch offen? Junge, Junge. Danny? Kommt mir scheiß bekannt vor. Was machst du hier? Gibt ein Problem. Ist das echt dein Haus? Ist das dein Pfleger? Für den Fall, dass du vergisst, warum du überhaupt hergetorkelt bist? Carrie hat mich geschickt. Wegen dem Konzert. Welches Konzert? Warum redet er nicht selbst mit mir? Das ist eine komische Situation für Carrie. Ihr beide seid ihm sehr wichtig. Scheiße! Ist der verweichlicht. Der Ficker hat mir eine brennende Tüte mit Scheiße vors Haus gelegt, okay? Wir bringen Samurai zurück. Nur für eine Nacht. Dafür will er die Crew wieder zusammentrommeln? Klingt cool. Wird aber nicht passieren. Ich spiele nicht mit diesem Arschloch. Danny! Nein, niemals. Er oder ich. Entscheidet euch. Wenn Danny auf stur schaltet, war's das. Wie läuft's? Scheiße. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was denn? Carrie bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße. Echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will das nicht entscheiden. Ich glaube, das ist deine Entscheidung. Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Fuck, kostet mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Scop, auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Warum zur Hölle hast du ihn in den Pool versaut? Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool? Du wusstest, Carrie will, dass Danny mit uns auftritt. Wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Schöne Scheiße. Wenn ich wüsste, worum es geht. Kann mir jemand sagen, was passiert ist? Bist du blind? Die Sau hat meinen Pool mit Zement gefüllt. Vielleicht aus gutem Grund. Ernsthaft, ein Grund! Scheint, als wäre wir einer weniger. Auf einen müssen wir wohl verzichten. Kein Problem, das geht schon. Springt sicher jemand für den Gig ein. Ist aber nicht dasselbe. Es wird nie wie früher sein, Carrie. Was hat Johnny nochmal gesagt? Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Fuck, kostet mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Scop, auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Dann nehme ich lieber Henry. Würde lieber mit Henry jammen. Ich habe nichts dagegen, wenn Danny mit dabei ist. Hättest du dir eher überlegen sollen. Und jetzt verpisst euch aus meinen Augen. Alle. Fuck. Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Was ist mit Nance? Ist sie dabei? Yep. Sie organisiert das Ganze. Wird sich melden, wenn es soweit ist. Nancy nimmt die Zügel in die Hand. Genau wie früher. Spring rein, ich nehme dich mit. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Müssen nur auf Nancys Anruf warten. Okay, dann müssen wir warten auf Nancys Anruf. Ja,
kann man nichts tun. Scheiße, das große Rennen. Dann beginnen wir ab zu rennen. So, Claire, das große Rennen beginnt. Claire, hey. Das Finale steht bevor, der große Tag. Ganz genau. Kommst du? Ich bin schon da. Ja, aber warte. Diesmal jagen wir den Highway runter, also brauchen wir eine Maschine mit Feuer. Du hast die Wahl, deins oder meine Bestie. Na komm, ihres. Ich will die Bestie. Gute Wahl, hm? Wird dir nicht leid tun. Treffen wir uns am Start? Genau. Warte dort auf mich. Okay. Also das Zatter dort, ich wirte. Du bist dran, Samson. Lass mich in Ruhe, du Irre. Keine Reue? Kein bisschen? Absolut kein. Was ist hier los? Samson. Der Pisser glaubt, ich lass ihn vom Haken. Du bist tot, hörst du? Dein neuer Fahrer? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Claire hält ihre Partner nicht lange am Leben. Du Hurensohn! Ist doch so. Dean war als Fahrer so scheiße wie als Ehemann. Hat immer zu viel auf einmal gewollt und dafür bezahlt. Mach dir nichts vor, Claire. Ich hab ihn nicht getötet. Sein Ego war's. Du Hurensohn. Du bist nichts als Abschaum, Samson. Verfickte Konzernratte. Hab ein Dutzend Kugeln mit deinem Namen drauf. Leck mich. Claire, das reicht. Komm. Willst du mir einen Gefallen, wie? Was denn? Häng dich an ihn ran und bleib wie da. Wie sieht's aus mit Vassins alter Geschichte? Na gut, dann bring die Mütze zurück zu Matt. Mach dich ab. Okay, Leute, in die Wagen. Zeit, ein paar Autos und Köpfe zu zerbeulen. Alle bereit? 3, 2, 1. Ah, fick dich! Festhalten! Ach nein, fick dich doch! Häng dich ran! Ach ja, ja, komm, deine Mutter! Ja, genau, ja, weg dich, genau so.
nach, Bee! Lass ihn nicht entkommen! Das ist die Chance! Das war die Kurve! Ich weiß! Sie kriegen ihn noch, dreh um! Ich fahre zur Ziellinie, Claire! Was zum Teufel hast du getan? Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein, verdammt! Beendet. Das war meine einzige Chance, kapierst du es nicht? Halt an! Ich will raus! Sorry, Claire. Naja, wir haben unser Bestes gegeben. Nichts gegen dich, aber ich muss jetzt allein sein. Okay? Klar! Jetzt zufrieden? War's das wert? Beruhig dich. Claire, beruhige dich. Ich hab dir nur Ärger erspart. Claire, ich hab dich gerettet. Was? Du hast mich? Nein, ihn hast du gerettet. Und jetzt werde ich ihn niemals in die Finger kriegen. Hast du das Traumateam vergessen? Wenn er einen Unfall hat, kommen die voll chrom und bewaffnet bis an die Zähne. Du hast mir die einzige Chance genommen, meinen geliebten Mann zu rächen. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich bin weg. Ja, eigentlich wollte ich das so nicht, aber ich habe nicht auf das Navi geachtet. Jetzt halt nur scheiße, dass man nicht wieder zurück, wieder vorne machen kann die Mission. Wie läuft's mit Max? Ist nicht einfach. Hätte mich auch überrascht. Ihm gefällt nicht, wie du jetzt drauf bist, hm? Ich mochte manche Sachen anfangs auch nicht. Mag sie immer noch nicht. Aber man findet sich damit ab. Was hat er nun vor? Das weiß er selbst noch nicht. Wolltest du mir was erzählen? Nur, dass ich echt beeindruckt bin von deinem Engagement. Du hast keinen einzigen Cyberpsycho getötet. Ich weiß, dass es leichter ist, jemanden umzubringen, als ihn zu retten. Danke, Vi. Gute Arbeit. Manche haben schon mit der Therapie begonnen. Selbst wenn man ihnen nicht helfen kann, erfahren wir vielleicht mehr über die Krankheit. Ich glaube einfach nicht, dass es an einer Überlastung durch Cyberware liegt. Wer weiß, vielleicht erfahren wir genug für einen Artikel. Na gut, hier ist deine Belohnung. Danke. Wow. Wolltest du mir was erzählen? Eigentlich nicht. Aber danke für deine Hilfe, Vi.
Alter, Level 50. Schlecht. Das ist Donnys Waffe, stimmt. Was ist mit Johnny? Ist er heiß auf den Gig oder er nicht? Kannst du sagen, kennt ihn ja. Nicht so weit. Alter, wir haben ja 25.000, ey.
Ah. Ich habe mehr von diesen abgedrehten Wandbildern gesehen. Ergeben sie jetzt Sinn? Irgendein Zusammenhang? Es sind alles Tarotkarten. Alles nur ein paar Tarotkarten. Mein Gehirn ist wahrscheinlich völlig hinüber. Das Tarot erzählt von der Reise des Narren. Zeig mir, was du gefunden hast, und ich sage dir, was fehlt. Hier. Es fehlen noch zwei Arkana. Das Gericht und der Teufel. Sie müssen mit einem Wendepunkt in deinem Leben zusammenhängen. Einer, der bald bevorsteht. Was bedeutet das Gericht? Eine mögliche Zukunft. Erlösung, Übergang, Erwachen. Der Engel mit dem Horn steht für das Ende einer Ära und symbolisiert einen Neuanfang, eine Wiedergeburt. Dem Teufel will ich lieber nicht begegnen. Er kann nichts Gutes verheißen. Es ist die Karte der innersten, unentdeckten Gelüste, aber auch dem Willen zu überleben. Das klingt gar nicht so schlecht. Er steht auch für eine falsche Welt. Eine Falle, die diese Gelüste dir stellen. Was ist mit dem wandernden Narren? Der Narr, das sind du und Silverhand. Ihr habt einen langen Weg zurückgelegt und eure Stärken erkannt. Und wohin gehen wir? Euer Ziel ist die Welt, das letzte Arcanum. Ihr habt beide im Krieg mit der Welt gelegen, also gibt es zwei Möglichkeiten. Siegen oder Frieden schließen. Man könnte auch verlieren. Ja, das ist wahr. Leider. Danke. Hab zwar nichts verstanden, aber danke. Du wirst es verstehen, wenn die Zeit kommt. Ich kann nicht alles erklären. Das Tarot sagt nur, dass du die Welt auf einem von vier Wegen erreichst. Das heißt? Der letzte Teil der Reise führt durch die Sonne, den Stern, Mäßigkeit oder den Teufel. Vielleicht sterbe ich vorher, ohne anzukommen. Komm schon, das würdest du nicht zulassen. Nimm das. Mehr kann ich nicht tun. Viel Glück, Vi. Egal welchen Weg du einschlägst. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Klar. Warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse. Und die Zukunft der Eremit. In Einsamkeit erkennt er die Wahrheit über sich und die Welt. Daraus schöpft er Kraft. Seine Laterne zerschneidet die Dunkelheit. Das könntest du sein. Oder jemand, der dir wohlwollend gesinnt ist. Doch Vorsicht. Ein umgekehrter Hierophant lauert in den Schatten. Er bedroht Leben und Autorität, bringt Rebellion und Fanatismus. Er ist eine große Gefahr. Der Teufel umgekehrt. Du wirst dem Einfluss mächtiger Menschen mit unklaren Motiven ausgesetzt sein. Sei sehr vorsichtig. Der Turm. Du und dein Umfeld werden einen großen Schock erleben. Wenn der Turm fällt, ist nichts mehr, wie es einmal war. Einfach gar nichts. Danke für die Warnung, Misty. Ich werde aufpassen. Gut, dass du verstehst. Wie geht's, Misty? Alles in Ordnung? Geht schon. Ist nicht leicht, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ohne ihn. Und du? Ich meine, ihr? Johnny treibt mich in den Wahnsinn. Wir gewöhnen uns ein aneinander. Es ist seltsam, aber wir fangen langsam an, uns zu verstehen. Das dachte ich mir. Du machst es einem leicht, mit dir auszukommen, Vi. Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit zwei Tagen der Erste hier. Und vor zwei Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte.
Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen. Nicht andersrum. Schon mal einem Typen begegnet, der sich Zen-Meister nennt? Nein, aber ich habe von ihm gehört. Wollte er dir Meditations-BDs andrehen? Aha. Dann ist er verschwunden. War nur noch seine Kleidung da. Und das beunruhigt dich? Er ist sicher in der Masche. Hatte das Gefühl, er ist... Er weiß von Johnny. Er hat so gesprochen, als wüsste er von Johnny. Hat nichts Konkretes gesagt, aber... Vielleicht hast du seine Lehren etwas zu ernst genommen. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, wenn du ihn nochmal siehst, schick ihn zu mir. Willst du auch meditieren? Nein, ich will ihm die Karten legen. Okay. Dorsten hat, okay. Mach ich mal. Wie? Du bist doch wie, oder? Hast du die Datenbank gefunden? Du siehst ja prächtig aus. Das Traumateam hat dich also ruckzuck wieder zusammengeflickt. Ja, bin so gut wie neu. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie garantiert nichts mehr zum Zusammenflicken gehabt. Dafür habe ich mich nie richtig bedankt. Sag mal, war da nicht noch jemand bei dir? So ein großer Typ? Wenn du ihn siehst, dann grüß ihn bitte mal von mir. Jackie ist tot. Ja, also... Jackie ist tot. Oh nein. Schrecklich. Aber doch nicht meinetwegen, oder? Nein. Arasaka hat ihn umgebracht. Kurz nachdem wir dich gefunden hatten. Jackie war viel zu cool, um sich irgendwelche Gefühle anmerken zu lassen. Aber er wäre sicher froh, dass du dich an ihn erinnerst. Naja, was zählt es, dass wir noch leben? Wo waren wir stehen geblieben? Die Datenbank. Hast du sie? Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scav-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nach dem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Oh, das gehört eben Ronaldo? Hör mal, du bist Platin-Kundin beim Traumateam. Besser geht nicht. Ich bin mir sicher, der Sig-Hammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scavs nächstes Mal ausdenken. Naja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schicke dir gerade die Adressen. Danke. Yeah.
Sandra? Ich bin's, Vi. Ich hab deine Datenbank. Sandra? Bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gefolgt? Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Scavengers? Nein, ich denke da eher an... Ach, ist doch egal. Hast du die Datenbank? Wenn es nicht die Scavs sind, wer dann? Hör mal, ich bezahle dich nicht dafür, dass du mir persönliche Fragen stellst. Du hast damit angefangen. Außerdem habe ich dein Leben gerettet. Zählt das nichts? Das zählt. Und dafür wurdest du bezahlt. Tu nicht so, als wäre das eine große Sache für dich. Also, wo ist die Datenbank? Ja. Hier. Keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Nein, hab ich nicht. Ich würde nie meinen Ruf für ein paar Datenbytes ruinieren. Komisch ist nur, dass die GPS-SIG von der Datenbank vor gar nicht allzu langer Zeit plötzlich online war. Das kann nur eins bedeuten. Jemand hat sie gebootet und reingesehen. Ich weiß nicht. Was weiß ich? Vielleicht haben die Scavs reingesehen, bevor ich aufgetaucht bin? Mhm. Die Scavs. Sicher doch. Hier. Das war dann alles. Moment mal. Wir hatten mehr vereinbart. Ach, echt? Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen, bevor du hier aufgetaucht bist. Wir sind fertig. Geh jetzt. Hä? Ich hab nicht angeguckt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Scheiße, nicht gut. Wie? Du bist echt gekommen. Du meinst, trotz all dem Scheiß, den wir durchhaben? Ach, komm schon. Red keinen Blödsinn. Gibt's was Neues von den Mox? Ereignisse? Pläne? Keine Ahnung.
Ich sehe sie nicht gerade oft. Wie kommt's? Du weißt, wie sie sind. Gehen mir halt manchmal auf die Titten. Was gibt's Neues aus dem Clouds? Weißt du was? Nichts von Interesse. Es ist jetzt alles neu und alle versuchen damit klarzukommen. Ich auch. Klingt nicht, als wäre alles okay. Heißt nicht, dass es das nicht ist. Bist du irgendwie schlecht drauf? Nein. Judy. Können wir bitte nicht übers Clouds, die Mox, Arasaka oder Militech reden oder dass die Welt vor die Hunde geht? Ich will einfach nicht über irgendwas davon nachdenken. Nicht heute. Also, verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Pass auf, ich habe in letzter Zeit viel an Virtus getüftelt und weiß jetzt, wie man die Erfahrungen zweier Leute gleichzeitig aufzeichnet. Ich dachte, wir könnten es ausprobieren. Natürlich nur, wenn du willst. Was muss ich tun? Du, mein Freund, wirst mit mir eine Virtu machen. Mehr nicht? Hey, das klingt ja nicht gerade begeistert. Das könnte meine beste Arbeit ever werden. Klingt, als könnten wir das überall machen. Warum sind wir hier draußen? Die Hütte gehörte einem Bekannten von mir. Doch jetzt ist sie verlassen. Daher kann ich sie hin und wieder nutzen. Und dort willst du die Virtu drehen? Nein, wir drehen alles unter Wasser. Nein, vergiss es. Scheiß Idee. Sag ihr, sie soll sich einen anderen Blöden suchen. Wie sieht's aus? Machst du mit? Warum sagst du das? Weiß nicht. Mir gefällt das einfach nicht. Wenn ich an die Dunkelheit und an die Tiefe denke, kriege ich schwitzige Hände. Und das, obwohl ich gar keine mehr habe. Du kannst ja gerne an Land bleiben. Klar, klingt super. Na klar, bin dabei. Super. Gehen wir. Ich hab die Hardware hier. Okay. Zieh dich um, Landratte. Der Rekorder muss natürlich mit. Du hast dich mal gefragt, ob ich schwimmen kann. Hast du keine Angst, dass ich sinke wie ein Sack Steine? Naja, könnte schon sein. Aber für den Dreh riskiere ich das gern. Der Anzug steht dir richtig super. Spar dir die Anmache. Das Wasser ist giftig. Ist das kein Problem? Deshalb werfen wir uns ja in Schale. Okay, dann mal los. Arschkalte Brühe. Ich komme. Gut, es kann losgehen. Du zuerst. Bleib dicht hinter mir und tauch nicht so schnell nach unten. Wohin genau wollen wir? Bis etwa zur Hälfte der tiefsten Stelle. Dort ist es pechschwarz. Aber es gibt kaum Strömung. Sollte sicher sein. Willst du die genauen Koordinaten? Nein, wozu? Ich bleib einfach in deiner Nähe. Okidoki. Virtus bedeuten dir mehr als nur das schnelle Geld, hm? Natürlich. Denk an Gemälde, Songs. All das soll menschliche Gefühle ansprechen. Stimmt. So funktioniert jede Art von Kreativität. Genau. Kunst ist ein Behältnis, ein Auslöser für Gefühle. Und wie dies sind Gefühle in Reinform. Nur noch ein paar Basischecks. Ich muss die Ausrüstung kalibrieren.
Zuerst die Bewegungssensoren und das Aufnahmezeug. Schwimm mal im Kreis um mich herum. Schöner Anblick, Macho Man. Wow. Siehst du, was ich sehe? In Echtzeit? Mhm. Und ich muss sagen, es ist ziemlich schräg. Ja, die ist super. Ich will nicht lügen. Die Visualsensoren werden gerade stimuliert. Ich wusste gar nicht, wie gut du in Form bist. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt hier, Herr V. Jetzt? Soundcheck. Ich summe ein Lied, du sagst mir, welches es ist. Pass auf. Aber ich höre dich super. Wir brauchen einen breiteren Klangbereich. Es muss perfekt sein. Den Song kenne ich nicht. Aber ich habe dich gehört. Es klang so. Okay, alles synchron und abgestimmt. Okay, das sollte reichen. Was jetzt? Gleich kriegst du was zu sehen. Achtung. Da ist nix. Und jetzt gut festhalten, okay? Ab nach unten. Okay Leute, sage ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, das würde mich sehr freuen. Schreibt unten mir in den Kommentar, was ihr mehr sehen wollt. Oder ihr könnt mir einen Vorschlag unten schreiben, was ich gerne spielen soll. Aber bitte keine Horror, weil ich habe keinen Bock zu schreien. Ja, also ich habe keinen Bock schreien wie ich will nicht schreien wie ein Pussy. Das will ich nicht. Aber das ist eure Entscheidung. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Also sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.